Na, was geht ab? Na, stell dir mal vor, ich bin so das Video beginnen. Hey, scheiß drauf, ne? Kleine Boxverletzung, ihr wisst ja, wie es ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Freunde. Wir sind zurück und zwar bei Dislegge. Wir wollen heute nochmal einen Teich 4, wieder auf Wels und Stör. Hat mit Lachs ja schon mal ganz gut funktioniert. Mit Käse ist es noch nicht warm genug. Aber wir haben noch was anderes rausgefunden. Und zwar läuft der Hering auch. Den haben wir heute besorgt. Und wir wollen mal gucken, wie die Ausbeute heute wird. Wieder für 4 Stunden. Jeder nur eine Rute. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt geht's los. So, schnell aufbauen, Freunde. Wir haben uns wieder für die Ecke entschieden, dort wo wir gestern auch gefischt haben. Heute jeder nur eine Rute. Haben ja gesehen, dass es relativ gut beißt hier. Und ja, wir sind heute mal nicht mit Lachs unterwegs, nicht mit Tauwürmern, nicht mit Käse. Wir wollen was Neues ausprobieren, und zwar Matjes. Dafür haben wir einmal aus dem Glas, da steht es. Und noch ein paar Filets. Die werden wir jetzt an der Posenmontage anködern. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, fangen wir erstmal langsam an und wir sehen uns dann gleich, wenn der erste Biss kommt. Ja, Montagen sind drinne. Heringsfilet ist heute gefragt. Jessica hier vorne an der Kante. Ich habe meine hier in der Ecke drinne, ein bisschen weiter draußen. Da ist auch noch mal eine Kante, so auf 4-5 Meter kommt noch mal eine. Ja, mal gucken, was passiert. Ich habe schon wieder richtig Bock, Freunde. Ja, es geht schnell. Der läuft schon. Ja, der läuft. Hau ihn an. Zack. Ja, so kann das laufen, mein Engel. Ja. Nun wissen wir wie. Ja, ja, wie geil ist das denn? Noch nicht mal den Tee fertig, ne? Nee, noch nicht mal. Also doch, ich habe Wasser eingeschenkt. Also ist genau die richtige Zeit. Top. Guck mal. Ein schöner auch noch. Aber wieder ein sibirischer. Ja, das macht gar nichts. Das ist schön. Ich auch. Ein schöner Kämpfer. Der kann. Der will nicht. Aber ein schöner Fisch. Der sieht aus wie der von gestern, ich schwöre. Das könnte sein, ne? Ja, Maus Petri, wa? Ja. Wahnsinn, oder? Wir haben jetzt nicht mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. 5 Minuten drin, ey. Ich muss so rum. Stör. Ja. Schön, Maus. Ja. Und da geht er. Haiflosse. Petri-Maus. Geiler Fisch, ne? Unser Besuch ist auch wieder da. Luxi, moin. Na du? Du fühlst dich wohl bei uns, ne? Hat uns vom Weiten gesehen und kommt hierher gelaufen. Hammer, ne? Mhm. Ja, ein Feini. Ein Feini. Guck ihm, Feini. Ja, kleiner Lux. Es geht wieder los, Freunde. JJ hat einen Frosch gefangen. Geil. Ja, der ist voll hübsch. Ja. Geil. Komm, wir bringen ihn zum Wasser. Mhm. So schnell. Bei mir zupft er auch. Läuft aber nicht. Mist. War noch da.
zu Fisch bei JJ. Oh Mann, Alter. Das läuft ja heute nicht mehr. Ja, Freunde. JJ will gerade neue Köder holen. Jetzt hat JJ's gebissen. Wir hatten gerade schon mal Speck angewürfelt. Er hat erst nicht gebissen, hat mir nur Weißfische drauf. Aber jetzt, nach langem Liegen, ist er dann abgezogen. Das ist ein guter Sibirischer. Wir haben gerade einen heftigen Beluga springen sehen. Genau vor uns, einen richtig heftigen. Ja, mal gucken, was noch geht, Alter. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen aktiver, sobald die Sonne richtig durchkommt. Die Hose ist zu klein, sieht man gar nicht mehr. Ich hab schon ein Foto, Schön ist der. Sehr schön. Zack. Petri? Auch für mich ein Fisch, oder? Ist doch super. Ja, Mann. Alter, nicht stehen. Hilf mir doch. Ja. Oh, Mann. Ist kein Wasser. Schön. Sehr schön. Ja, so können wir gut entstehen. Ja. Er will. Kann er jetzt auch. Schluck weg. Oh, hier ist ein Fisch, Alter. Blosse! Bewegt die sich denn noch? Also jetzt war hier gerade noch mal ein Biss. Aber irgendwie hat er losgelassen. Vielleicht kommt er nochmal wieder. Heftig, ey. Unglaublich, Freunde. Keine Ahnung, was es ist die ganze Zeit für Bisse. Es muss ein Wels sein, das kann nicht anders. Und dann fällt er direkt wieder ab, ich schmeiß rein, das Ding geht so wieder unter. Ich sag, das kann doch nicht. Hör jetzt. Ja? Oh, der wird schwierig, dass du den hochkriegst. Und schön. Ja. Er soll sich verausgaben. Ja, wird besser. Ey, Freunde, das war so ein heftiger Tag bis jetzt, ne? Bei mir läuft alles schief, Digga. Alles, was geht, ne? Ich hoffe, es demnächst krieg. Das ist ein Wels. Das ist auf jeden Fall ein Wels. Immer auf einer Stelle, will nirgendwo hin. Ich weiß nicht, was hier sonst noch drin ist. Komm langsam hoch. Mal gucken. Ist das der Schatten hin? Nee. Dann wäre es verrückt, wenn das der Schatten ist. Das ist ein Schatten. Das kann ich dir nicht sagen. Ist dir das? Aber das Blubbern, genau. Boah, da. Guck mal den Schwall an. Was ist das denn jetzt? Das wird der sein. Das ist echt das dunkel. Der wühlt, glaube ich, alles auf, ne? Ja. So, jetzt. Boah. Na, ja. Ein Stör, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Gar nicht. Wie stark ist der denn? Der ist heftig. Aber Fisch, Freunde, guck mal, was der für ein Dampf hat. Geht nur in eine Richtung. Jetzt ist ein bisschen eingewickelt. Ja. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, den habe ich quer erwischt. Meinst du? Ja, so wie der sich bewegt, das würde auf jeden Fall einiges erklären, ne? Dass ich irgendwo der Schwanzwurzel beim Biss erwischt habe. Ich denke schon, wie kann es denn sein, dass er nur auf einer Stelle ist? Also das wird wohl Schwanzwurzel gehakt, oder? Haben wir gewickelt. Ich denke, ein starker Wels, weil er nicht von der Stelle kommt, aber so ist ja auch logisch. Ja. So ist ja auch logisch, und geht so ran, oder? Schwupp. Aber schon wieder glücklich, krass, Freunde. Ey. Boah, was war das schon wieder für eine verrückte Scheiße? Das kann man so nicht erklären.
Ja, hier ist eine Schwanzwurzel. Wo sitzt der denn? Da. Oh, aber da musst du ja echt Zufall, dass du genau drauf, ey. Ja, der hat den gebissen erst und dann war er weg. Ich habe es ja, gemerkt. Ja. Aber das Band war um ihn drum. Und dann hat er nochmal nachgesetzt und dann hing er. Also er hat sich in den Band verwickelt, den Köder losgelassen. Dann habe ich mit Glück jetzt noch einen erwischt. Wunderschöner sibirischer Stör. Auch die Beluga sind hier immer wieder am Springen. Sie werden irgendwann mal eine Folge abdrehen. Sehr geil. Wir werden auf jeden Fall mal irgendwann eine Folge abdrehen, wo wir auf Beluga gehen mit Köderfisch, Forelle und Lachs im Mittelwasser. Aber ja, hier sind die kleinen sibirischen vom Grund, Gründler. Auf jeden Fall jetzt gerade noch mal ein Biss bei JJ. Sehr flach hier, man erkennt da nicht viel, außer er zieht ins Tiefe. Aber da war gerade was. Ging schnell, ne? Ja, ein wunderschöner Tag oder besser gesagt wunderschöne 4 Stunden gehen zu Ende. Nicht viel gesehen, man merkt es an meiner Stimmung. Wenn ihr die Pose nochmal untergehen sehen wollt in diesem See, guckt euch doch nochmal das letzte Video an. Oder wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, tschö. Oh, wie krank, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ja. Wie es zu guter Letzt doch so immer ist, gibt es noch einen Fisch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt wieder ruhiger und Nachmittag wird und wärmer das Gewässer, könnte gut sein. Ja. Doch noch ein geiler Abschluss, würde ich sagen. Ja, mega, es war so geil hier. Wer hat sich nur gut verkauft? Egal. Ja, auf jeden Fall. Noch zum Abschluss. Ne? Und ich gehe gerade pissen und dann läuft das Ding ab. Ne? Das kann nicht wahr sein. Das ist es wohl. Stör, glaube ich. Ja. Jetzt ist es ein Baller. Das wäre der Knaller, ne? Das wäre der Knaller. Baller Knaller Spezial. Ich hab die raus. Da würde ich ein bisschen Kraft. Ein bisschen kräftiger, der Junge. Ja, der macht noch eine Flucht. Der ist ein bisschen größer, glaube ich. Das macht ja kein kleiner, 3 solche Fluchten. Glaube ich nicht. Du warst gerade eben ja, auch, aber. Ja. Fühlt sich aber nicht besonders schwer an, ehrlich gesagt. Zeig dich. Also wirklich hoch kommen wir da auch nicht. Nee. Ein bisschen größer als die anderen. Ich glaube nur einer aus der Mitte, oder? Ja. Glück gehabt. Ja, Freunde, gibt es doch noch einen Abschlussfisch. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ja schon gesagt, ein zweiter Teil wäre geil. Habt ihr direkt bekommen. Ja, jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen hier. Ich dachte, meine Abhackmatte bleibt denn heute trocken.
gehakt. Boah, richtig perfekt gehakt. Ein schöner Fisch nochmal zum Abschluss, Freunde. Ein richtig schöner Fisch nochmal. Richtig schön sauber. Einmal. Toll. Einfach toll. Klasse, Freunde. Ja, Freunde, gebt uns einen Daumen nach oben. Kommentiert ein bisschen und wenn ihr noch ein paar Vorschläge habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall an neuen Anlagen interessiert und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ich muss jetzt los. Boah, das wollte ich gerade filmen, das Stück. Da, zack. Karpfen ohne Ende, alles voll. Wahnsinn, Freunde. Pech haben. Ja, Freunde, alles genommen. Wir dachten schon, er nimmt das Stück nicht mehr und in dem Moment, wo ich hierher laufe, das erklären will, hat er das Teil genommen und er hat leider nur so viel genommen bis zum Haken. Jetzt hängt nur noch ein ganz kleines Stück dran und das nimmt er nicht. Er hatte das Ding ganz weg mitgenommen. Oh. Das sah nur so aus. Da war Fisch schon dran, war ganz an der Kante. Fuck, Freunde, aber ja, so schnell kann es gehen. So unverhofft jetzt hierher gekommen, weil wir gestern die Karpfen gesehen hatten. Und ja, ein paar Stücke Toast reingeworfen, kurz gewartet, sie kam, den Biss gekriegt, versaut. Du hast ihn, geil. Oh, krank. Ein Aaland. Trotzdem Aaland schön. Aaland oder Döbel. Trotzdem schön. Aaland. Geiler Fisch. Heftiger Fisch, Freund. Ja, gerade noch Störangeln und nun hier. Bisschen Freileine. Schöner, fetter Aaland, man. Wie es auch zuletzt immer ist. Jo, Fisch! Da haben wir, mein Lieber, dein holländisches Brot, du. Das mögen wir unsere Aalander, Schrägstrich Döbel, ich weiß es noch nicht. Oh, was ist hier für ein Hänger? Puh, ich hab ihn! Dickes Fisch, ein Döbel, Junge! Krank. Boah, ist der fett. Müssen wir mal genau nachgucken. Machen wir Pause kurz, schnell. Ja, Freunde, heftig. Oh, was ein Fisch. Wunderschöner Döbel, meiner Meinung nach. Wenn ihr was anderes wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall ein wunderschöner Topwater-Fisch. Gefangen auf holländischem Weißbrot innerhalb von, sagen wir, 12 Minuten. Noch mal kurz hinten an Störangeln drangehängt. Wir haben die gestern gesehen und mussten die beangeln und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann.